Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Room to the World 2 mit den Solokiden und einer peinlichen Blamage oder Blamage, die der, was ist denn das für einer? Ich muss niesen, warte. Entschuldigung. Keine Ahnung, wer sind es? Die Sklaven? Könnte sein, ja, könnte wirklich sein, weil alle Rang 4 sind. Könnte wirklich sein. Auf jeden Fall, das ist eine ziemlich toxische Armee im freien Feld, aber gegen eine Befestigung. Naja. Auf jeden Fall wollte ich eigentlich jetzt aufhören, weil in einer Stunde fängt mein Stream an. Falls ihr mal live dabei sein wollt, einfach www.twitch.de/thornlp. Da spielen wir ganz viele geschichtsträchtige, also nicht historische Spiele, sondern welche mit einer coolen Geschichte. Und haben sehr viel Spaß immer. Auf jeden Fall wollte ich das jetzt trotzdem spielen, weil ich finde es irgendwie lustig. Okay, also. Floppy flop. So. Gut, also der greift natürlich hier an, wo nur ein Turm. Ups, jetzt habe ich Schluck auf, na toll. Wo nur ein Turm ist. Das ist natürlich ja jetzt ein bisschen blöd, aber das ist egal. So. Brauche ich eigentlich nicht. Okay. So, hier. Der kommt dahin. Der dahin. Der kommt. Hier kommt man gar nicht runter. Der kommt oder der kommt dahin. So. Ja, nun. Die Kavallerie geht mal hier hin. Und die anderen? Ganz ehrlich, die stelle ich mal auf die Mauer. Ich meine, ey, komm schon. Dass wenn die jetzt da oben nichts machen können, habe ich genug, um die Stadt hier zu verteidigen. Beziehungsweise sie können halt abgeschossen werden da oben, aber das ist egal. Das ist sowas von egal. Okay, der will hier hin, das ist schade. Aber okay, hier kommt man auch nicht runter. Ja, lol. Die Männer wanken. Okay, der macht doch sehr viel Schaden hier. Okay, die Bogenschützen, ja. Die Bogenschützen können ja auch sehr gut. Gut hier in diesem Bogenschießen, also die Bogenschützen können sehr gut im Bogenschießen. nee, also die sind sehr gut, also die schießen nicht in so einer steilen Parabel, sag ich mal, also die können ganz gut über die Mauer und so weiter schießen. Das können zum Beispiel die Steinschleuderer nicht. Das sage ich immer wieder. Dass mich das nervt, dass bei Troja, dass die
Also das beide das können, also Steinschleuderer und Bogenschützen so. Über einen hohen Bogen über die über die Sachen halt schießen. Über die Häuser und so weiter. Jo. Wieso wird er gerade erobert? Da ist gar keiner drin. Ach, das hasse ich so. I don't like it. Very much. Können wir ein bisschen vorspulen hier. Das macht so Spaß. Palastwache, oh. Jetzt kommt eine Palastwache. Sehr schön. Dann mache ich stelle mich mal so auf. Ich komme jetzt mal raus. Ciao. Surprise, Motherfucker. So, dann können wir hier auch ein bisschen unterbrechen. Alter. Jetzt sterb mal. Wir erwarten eure Befehle. So. Dann gehe ich mal hier hin. Wir haben die Tore eingenommen. Wir erwarten eure Befehle. So. Die gehen dahin. Bitte schnell. Was soll der will jetzt hier durch? Hm. Warte, der greift ja gar nicht an. Meine Güte. Wie gesagt, also selbst ohne das da
hätte ich mich dann komplett zurückziehen können. Und ja, der hätte nichts machen können. Jurassic, ja, die Bogenschützen waren sehr gut, aber das war ja klar. Alter, der hat 200 weggemacht. Warum? Achso, da habe ich ja einfach so den. Ja, den einfach so durchgeschickt. I remember. Aber auch so, ja. Und der, ja, die Affe auf der Mauer waren auch einfach nur Spaß. Wieso habe ich Nahrungsknappheit? Nahrungsmittelknappheit? Hat schon wieder jemand was genascht? Okay, also hier. So. Und hier. Ja, auch einfach. Einfach komplett auf Militär. 2 Runden und dann bin ich weg. So, hier. Essen. Hier ist auch alles fein. Hier hole ich mal hier hin. Ja, der erreicht halt beides. Er erreicht beide, aber ich erreiche ihn nicht. Wunderbärchen. So. So, bis hier und bis da. Also, ja. Nicht ideal. Wieder eine Fullstack-Armee. Was macht der jetzt? Sich um den kümmern oder? Ah ja, der hat schon. Warte mal, also. Der hat hier 1, 2, 3 Armeen. Makedonien. Sparta, Athen. Hat nicht. Ist Makedonien nicht mit Athen im Clinch? Hä? Die sind immer noch Klientel von denen? Kein Wunder, dass die dann Zeit haben, mir alles entgegenzuwerfen. Aber das ist echt komisch. So, wenn ich Makedonien spiele. Wenn ich Makedonien spiele oder Sparta oder so oder irgendein oder selbst Epirus ist so schwer, aber wenn man da ja sowas spielt, dann ich dachte gerade, das wäre meine Agentin. Gut, ich bin nicht Sparta. Also genau, wenn man in dieser Fraktion und also in dieser in diesem Bereich irgendeine Fraktion spielt, Athen gegen Makedonien immer sofort. Echt komisch, dass es jetzt nicht so ist, aber okay. 2 Runden muss ich hier bleiben. Danach kann ich mit der ein bisschen was unternehmen. Ich würde mit der auch relativ, ich würde mit der eigentlich auch rausgehen. Wollte ich hier nicht. Wollte ich hier nicht Militär bauen? Ja, ich glaube schon, aber okay. Elkra, hier. Brauche ich mal die da, auch wenn es nicht so safe ist da unten gerade. Aber ich habe hier jetzt einen Spion, der schaut dann, was los ist. Mhm.
Natürlich. Auskundschaften darfst du, sonst darfst du nichts. Also diese Gruppe da. Er geht weg. Und der nächste kommt her. Alter. Ich muss echt. Ich glaube, ich muss wirklich Salamis einnehmen. Das wäre, glaube ich, ja nur. Wieso geht er vor und zurück? Alles gut. Okay. Okay, die batschen sich auch gegenseitig, voll schön. Ja. Warum auch nicht? Ist halt auch so krass, ja, früher, wenn ein General schlecht war oder einfach nur blöd war oder betrunken oder irgendwelche dummen Entschlüsse gemacht hat, also ist heute ja immer noch so. Dann warst du halt als Armee, warst du dann vollkommen im Arsch. Okay, die gehen jetzt alle hier hin. Warum? Und die jetzt alle Jerusalem einnehmen? Nun. Ich scoute trotzdem mal, ob hier nicht irgendwo. Okay, hier unten ist nichts. Also, der Vorteil ist, mit der Armee kann ich sofort überall hin. Das ist ein Riesenvorteil. Petra, wie sieht's bei deiner Garnison aus? Die Herbaner-Pikiniere sind nur noch die Hälfte dabei. Männer sind wieder ganz gut dabei. Ja, ist hier. Hier ist die Garnison echt schlimm. Vor allem gegen die. Dann musst du hier rein und Jerusalem, da muss ich wieder rein. Und dann ist das da wieder unbeobachtet. Oder ungeschützt so und wird nächste Runde dann erobert. Dann hole ich mir das Geld mal wieder. Ja, gut. Hier könnte ich ja auch mal wieder leichte Kavallerie Meder. Das sind mittlere. Dann hole ich mir zwei Meder. Zweimal Meder, bitte. Kommt sofort. Der holt sich auch mal. Warte mal, hier. 400, warte, 2, also 1350. Nee, das darf ich ja nicht. Die darf ich ja nicht rekrutieren. Hier, was habe ich hier verloren? Einen Elefanten habe ich da verloren, ja. So, aber einen Elefanten würde ich jetzt nicht holen. Nee, das macht keinen Sinn. Die da anzugreifen, macht das einen Sinn? Nee, nicht wenn er eingebunkert ist. Hier könnte ich mir auch neue Einheiten holen. Zwei Elefanten,
Elefanten sind halt so krass teuer. Weißt du was, ich hole mir, glaube ich, die da. Wobei, für Verteidiger ist das gar nicht so gut. Ich brauche hier auch ein paar Meter. Hol ich mir mal 4. Okay, gut. Dann machen wir jetzt heute endlich mal eine kurze Folge, also 20-minütige Folge, weil ich muss jetzt gleich anfangen zu streamen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat es gefallen. Ja, es sieht halt immer noch... Also es hat sich, glaube ich, verschlechtert. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.